Wir geben Gas und erreichen nach 2 Tagen die Hauptstadt Fairbanks. Dort machen wir nur kurz Halt, um uns mit Proviant und Sprit einzudecken. Ja, da unterwegs jetzt wirklich sehr wenige Tankstellen kommen, ist ganz wichtig, dass die Karren rappelvoll sind. Wie die jetzt hier zum Beispiel. Für alle Fälle füllen wir noch einen Reservekanister, denn Tankstellen sind auf den verbleibenden Kilometern rar gesät. Mit ausreichend Treibstoff versorgt, machen wir uns wieder auf den Weg gen Norden. Nach weiteren 150 Kilometern beginnt sie dann. Eine echte Legende. Die nördlichste Straßenverbindung des amerikanischen Kontinents. Der Dalton Highway. Auf 666 Kilometern führt die raue Schotterstraße in die hohe Arktis am Polarmeer zu den Ölfeldern der Prudhoe Bay. Unter Motorradfahrern in den USA und Kanada gilt der Dalton Highway als die letzte große Herausforderung Nordamerikas. Die unendliche Weite des Nordens und die fast schon beängstigende Einsamkeit üben eine magische Faszination auf uns aus. Außer ein paar Truckern trifft man kaum Menschen in dieser Region. Wir lassen noch einen Gruß am Startpunkt zurück, bevor wir die Strecke in Angriff nehmen. Bergauf und bergab, wie auf einer Achterbahn, verläuft der Dalton Highway auf den ersten 200 Kilometern entlang der markanten Ölpipeline durch nicht enden wollende Wälder. Eine erste Pause bietet sich nach 160 Kilometern im legendären Hotspot-Café an. In dem kleinen Restaurant, das von einem ehemaligen Playmate betrieben wird, kann man wahre Monsterburger verdrücken. Die besten und größten in Alaska, so sagt man. Hier macht eigentlich jeder Motorradfahrer Halt. Auch dieser Australier, der bereits auf dem Rückweg ist und dem die Strapazen förmlich anzusehen sind. And oh mate, they're just saturating it and it's real squirrely. Really? Was it hard? How is it with the trailer? It saved me ass. Really? It did. I got into a massive tank slapper and I think the trailer saved my ass. Kurz darauf erleben auch wir, dass der Begriff Highway je nach Witterung ziemlich weit hergeholt ist. Die Straße ist sehr rutschig und das extrem launische Wetter mit Regen und Kälte nagt an unseren Knochen. Ich habe eben überlegt, haben wir eigentlich auch mal irgendeinen Tag gehabt, wo wir keinen Regen hatten? Nein. Nach 186 Kilometern überquert der Dalton Highway den Polarkreis. Jenen geografischen Breitengrad, ab dem an den Tagen der Sonnenwende die Sonne nicht mehr unter- bzw. aufgeht. Natürlich machen wir ein paar Erinnerungsfotos, ehe es wieder weitergeht. Unsere Zelte schlagen wir weit nach Mitternacht in Coldfoot Camp auf etwa halber Strecke auf. Kalter Fuß. Was für ein Name für einen Ort, hinter dem sich allerdings nicht viel mehr verbirgt, als ein großer Schotterplatz mit 2 Tanksäulen und jeder Menge LKW. Coldfoot ist die wichtigste Durchgangsstation für die sogenannten Icefield Trucker, die zwischen Prudhoe Bay und Fairbanks hin und her pendeln. Bevor wir erschöpft in die Schlafsäcke kriechen, bekommen unsere Motorräder wie an fast jedem Abend dieser Reise ihre wohlverdiente Pflege. Für die verbleibenden 400 Kilometer bietet Coldfoot die letzte Gelegenheit, den Tank zu füllen. An einer der beiden Zapfsäulen treffen wir am nächsten Morgen Jim, einen Biker,
der eine bemerkenswerte Reise macht. It was a hard ride yesterday. A real really? Hard ride. Yeah. You made it in once. Oh yeah. Oh yeah. Made it once. Wow. Not so well, bad. You can't see my life. Jim ist ein sogenannter Iron Butt, ein Eisenarsch, wie die Mitglieder der Iron Butt Association genannt werden, deren Leidenschaft es ist, möglichst lange Strecken in möglichst kurzer Zeit zurückzulegen. Mit seinen 76 Jahren hat Jim soeben den Altersrekord auf der Strecke von Key West, Florida nach Prudhoe Bay, Alaska gebrochen. Nur 13 Tage hat er für die 10.000 Kilometer lange Strecke benötigt. I'll be the oldest rider that ever did that Key West to Prudhoe Bay. Wow. Wow. The oldest one before me was 75. Ah! You got it. Yeah. 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 You made it! You beat the record. Nice. Okay. Wir folgen wieder der scheinbar endlosen Alaska-Pipeline. Über den 1415 Meter hohen Attican Pass überqueren wir die Brooks Range, das letzte Gebirge in Richtung Norden.